Hallo? Hi, grüß dich, Marc. Hi. Philipp hier. Ich habe tatsächlich eine private Frage, die mich lange bei dir interessiert. Du bist ja noch relativ jung, 30, ne? 32. Also 34? Jeder, also es 34, gibt Leute, die sind 34. noch viel jünger, ne? Wenn du mal denkst, ich weiß gar nicht, was in der Zeit passiert ist, von 20 bis jetzt. Hör mal, was habe ich gemacht? Nix anscheinend. Aber was mich interessiert, du bist ja auch jung gewesen, aufgewachsen, hast eine Schwester, kommst ja auch aus der Nähe von Aachen, glaube ich, ne? Ja. Hast du mir erzählt. Und bist ja auch auf Partys gegangen und hattest deine Jugendfreunde. Und was man so gar nicht von dir mitkriegt, und das würde mich tatsächlich interessieren, hast du noch Leute aus der Jugend, mit denen du Kontakt hast? Und was sagen die so zu deinem Werdegang? Weil du hast ja gar nicht das gemacht, was du bist ja nicht den geraden Weg gegangen, ne? Du hast ja viel Ja. ausprobiert und hast dir da jetzt dein Business aufgebaut. Hast du noch Leute? Nee. Ich habe auch, muss man sagen, also generell, das werden die Leute, also sage ich mal, meine Familienmitglieder und auch meine Frau wissen, ich bin eher ein Typ, der alleine ist. Also natürlich, Okay. ich habe meine Community, aber das ist ja auch eine etwas andere Form der Kommunikation, aber normalerweise, ich bin gerne alleine. Das war auch schon damals immer so und natürlich muss man jetzt sagen, gerade im Sinne von Freundschaften und auch so Verbindungen von damals, also gerade aus der Zeit aus Aachen, als ich jetzt Grundschule, weiterführende Schule und dann hinterher meine Oder ein Berufs... Studium, ne? Ja, genau. Studium, muss ich sagen, beim Studium gibt es eine Person, mit die habe ich mal noch vor vor 2 Jahren, glaube ich, mal wieder getroffen. Patrick Plewe, der ja auch so dieses Buch rausgebracht hat und so. Aber sonst ist es tatsächlich so, dass ich mit niemandem noch zu tun habe. Es ist auch so, wenn du mal überlegst, von meinem alten Arbeitgeber habe ich auch mit niemandem, ich habe ja da quasi gelebt, mehr oder weniger, ne? Musste ja auch sehr viel arbeiten dort und Ja. ich habe auch mit niemandem mehr was zu tun. Also es ist eher so, dass ich eher alleine bin und auch da keine Kontakte mehr zu den Leuten von damals habe. Aber das liegt eben daran, du kannst auch sagen, wenn es jetzt zu viel wird, aber das liegt eben daran, dass dir dann nicht so wichtig ist, weil ich denke immer, Genau. also ich habe jetzt auch nicht viele Freunde, ne? Ich habe zwei Freunde, aber mit denen geht man dann so sein Leben entlang. Gut, du hast deine Ehefrau, ich habe auch meine Freundin, aber das heißt eben, dass dir das gar nicht so wichtig ist. Ja, also ich hab halt nicht so diese Veranlagung, beispielsweise, wenn es jetzt darum geht, so wegzugehen. Das war aber schon immer so. Ich bin auch nie auf Partys gegangen. Nie. Ich war Ach nie, krass, also okay. ich war, während der Studiumzeit war ich vielleicht dreimal mit irgendwelchen Leuten unterwegs, aber es war nie so, dass ich so der Typ war, so, okay, lass mal socializen, mit anderen Leuten was zu tun haben. Bei mir war es immer so, schon vom Alter. Als ich jetzt 14 war oder als ja, mit 14 ging es mit den LAN-Partys ein bisschen professioneller los. 14, Ja. 15, 16, als ich dann unter Vertrag war wegen Counter-Strike, dann war es auch so, ich wollte halt dann auf die Turniere, wollte die Turniere halt spielen und dann war es auch okay, also ich bin dann halt aus einem Grund dahin gegangen, nicht jetzt um Spaß zu haben und so hat es jetzt irgendwie durchgezogen. Ich bin jetzt nicht so der Typ, so der, dass man so irgendwie Zeit miteinander verbringt, sondern ich komme, man macht irgendwas Cooles und dann verfahre ich wieder halt, mach mein Ding. Also ich Okay. arbeite lieber halt, ne? Das heißt, wirklich, als du bei Kolumbus gearbeitet hast oder bei Sobs auch, du hast bis morgens aufgestanden hast, gearbeitet, nach Hause, schlafen gegangen. So, Ey, wenn also. du es so sagst, also ich meine, genau so ist gelaufen. Das Ach, Lustige crazy. ist, wir haben Jeder, wie er jetzt, will, ne? ja, Also, alles gut. wir haben ja jetzt jemanden, wir haben ja zwei neue Leute auch in der Buchhaltung, sehr junge und auch sehr kompetente Leute, beide, wirklich, ich bin sehr dankbar, dass sie bei mir an der Seite sind. Und bei denen ist das so, die machen ja auch die Abrechnung, die machen auch die Fahrtenbücher. So, und wir haben ja Ja. jetzt verschiedene Autos und wir führen jedes mit einem digitalen Fahrtenbuch. Und also, das Lustige ist, die sagen dann, also du machst ja nichts außerhalb der Arbeit. Nichts. Also man sieht die Autobewegung, zum Beispiel ich fahre nach Hamburg, hab einen Dreh mit Monte, ich fahre zurück. Ich fahre nach Berlin, hab einen Dreh mit Eli, ich fahre zurück. Ich fahre nach Köln, hab den Trimax-Auftritt. Ich mache nichts. Das Das hast du übrigens super gemacht, ja? ne? Hat dir gefallen? Ja, ich war da. Ach, Also. du warst da? Ach, cool, okay. Wie fandst du es eigentlich? Ja, du hast es gut gemacht. Also ich fand es klassisch. Du warst ja nicht mehr auf der Aftershow, ne? Alter, bei mir, Also guck mal, das, weißt du, was ich gemacht habe? bin Die nach haben Hause gesagt, gefahren. alles klar, dann vielen, vielen Dank, Leute. Das letzte Wort gehört Trimax. Ich habe Trimax das Mikrofon gegeben. Wir sind rausgegangen. Ich bin zum Verkabeln. Ich habe das Mikrofon abgelegt. Ich bin im Auto. Wing! Und nach Düsseldorf geflogen. Also Krass. geflogen, weißt du, das ist einfach, ich bin da der Falsche für. Aber das ist mein, guck mal, ich sag nicht, und das meine ich auch ernst, Leute, ich sage nicht, dass es richtig ist. Weil man diese soziale Ader auch mit den anderen Leuten, auch den, also das kommt manchmal auch dann rüber, als ob ich mit denen keine Zeit. Wir hatten auch schon mal das Thema, auch mit anderen Bekannten und so, die dann gesagt haben, ey, Alter, warum.
warum teilst du keine Zeit mit mir und so weiter, ne? Das ist auch nicht richtig. Man muss auch manchen Leuten Zeit geben, aber bei mir ist halt so, die Leute bei der Arbeit zum Beispiel jetzt hier, mit denen verbringe ich gern Zeit, weil wir zusammen arbeiten und Spaß haben und so, ne? Darum, ich bin gerne mit den Leuten halt bei der Arbeit dann zusammen, ne? Ja, weil man aber auch an was arbeitet, weil man ja nicht abhängt, sondern zum Beispiel hier bei der Arbeit, wir lachen auch, wir haben auch viel Spaß, aber ich bin halt dann mit den Leuten von der Arbeit zusammen, weil wir halt ein Projekt haben, ne? Ja, so ist das, so ist das. Nein, Alter, die Leute im Büro, ihr habt keine Ahnung, wie sag's euch, die Leute im Büro, also die letzten Tage und auch schon letztes Jahr, also wir mussten heute auch jemanden wirklich sagen, pass auf, bitte geh nach Hause, weil es ist, also es ist einfach, man kennt dann kein Ende und so weiter und ne, das ist, man muss auch manchmal sich recovern, also wirklich, die Leute geben 110%, kein Spaß.